Ich würde gern auf die Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier im Parlament eingehen. Wir erleben eine große Krise. Die Pandemie wird enorme soziale und wirtschaftliche Verwerfungen mit sich bringen und wir müssen alle unser Leben einschränken. Das ist klar, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Aber dass man darauf folgendermaßen reagiert, nämlich dass ein Subunternehmer des Parlaments, und zwar die Compass AG, die hier zum Beispiel die Arbeitskräfte stellt für die Bars, für die Restaurants, für die Cafeteria und so weiter und so fort, jetzt überlegt, 60 Leute auf die Straße zu setzen, obwohl das Parlament in den letzten Monaten so enorme Summen gespart hat, ist völlig inakzeptabel für uns. Wir fordern den Präsidenten des Parlaments auf, sofort und unverzüglich in Verhandlungen mit der Compass AG einzutreten. Und wenn diese Verhandlungen nicht erfolgreich sein sollten und die Compass AG die Leute hält, dann muss man darüber nachdenken, ob wir den Dienst, die Dienstleistung wieder internalisieren, also zu parlamentseigenen Dienstleistungen machen, damit die Leute in ihren Jobs gesichert sind. Es kann nicht sein, dass das Europäische Parlament zulässt, dass in Zeiten der Pandemie Leute, die wirklich essentielle Arbeit für das Funktionieren des Parlaments leisten, auf die Straße gesetzt werden. Und das gilt nicht nur für das Parlament, das gilt auch für die anderen Institutionen. Die Compass AG möchte insgesamt 500 Leute entlassen, 60 davon hier im Parlament, inakzeptabel. Wir werden uns entsprechend an David Sassoli wenden, wir werden uns entsprechend auch an die anderen Institutionen wenden und Druck ausüben, dass das hier nicht passiert. Dankeschön.